Hallo und herzlich willkommen bei Muskel- und Gelenkschmerzen.com. Mein Name ist Jan Lingen und in dem heutigen Video möchte ich eine Leserfrage beantworten, und zwar vom Gregor. Der Gregor hat mich gefragt, ob ich einen guten Triggerpoint-Therapeuten oder Triggerpunkt-Therapeuten in seiner Wohngegend kenne, weil er mit der Black Roll an seine Behandlungsgrenzen stößt. Er kann sich selber nicht mehr gut weiterhelfen. Ich habe ihn dann gefragt, was genau das Problem ist, und er sagt: Hallo Jan, ich habe seit 2 Jahren Probleme an beiden Ellenbogen und Handgelenken. Ich habe früher Krafttraining betrieben und habe deshalb mit drückenden Übungen komplett aufgehört. Er fährt auch sehr viel Mountainbike. Ansonsten wären die Triggerpunkte um den Ellbogen sowie die Muskelstränge zum Handgelenk hin ständig überreizt. Also wenn er trainieren würde, weil er fährt ja auch viel Mountainbike und da muss man sich auch immer ordentlich vom Lenker abdrücken. Und diese Überreizung der Muskulatur zwischen Ellenbogen und Handgelenk hat mein Handgelenk destabilisiert, schreibt er, ja. Insbesondere auf der Handgelenkoberseite, also auf diesem Bereich hier. Den Trizepsansatz zum Ellenbogen, also diesen Bereich, behandle ich mit einer Black Roll, welche ich auf meinem Schoß lege. Ansonsten helfen Dehnübungen. Bisher habe ich es noch nicht geschafft, die verantwortlichen Muskelrezeptoren am Ellenbogen zu beruhigen. Okay, ich fasse das Ganze nochmal ganz kurz zusammen. Der Gregor drückt viel, Krafttraining, Mountainbike fahren, hat Probleme auf seiner Handgelenkoberseite und im Trizeps, und da schmerzt es ihm. Und mit der Black Roll kommt er nicht weiter, ja natürlich nicht, weil er die auf seinem Schoß liegen hat. Da kann man keinen ordentlichen Druck ausüben, das ist total verständlich, Gregor. Was ich machen würde: Ich würde mir einen Ball nehmen. Ich massiere mich mittlerweile immer mit einem Korkball, der ist schön hart und aus Naturstoffen, das gefällt mir sehr gut. Und diesen Ball, den legst du jetzt einfach mal, Gregor, hier an deinen Unterarm, lehnst dich damit gegen eine Wand und massierst mal ganz präzise deinen Unterarm. Und zwar nicht so, dass hier unten dein Schoß wäre. Ich tue jetzt hier mal mein Knie hin. Dass du deinen Arm hier drauf legst und damit der Black Roll drüber rollst. Sondern du stellst dich gegen eine Wand mit diesem Ball. Legst den Ball auf den Unterarm und rollst dich da mal ganz kräftig drüber. Am Anfang würde ich hier ein bisschen vorsichtig sein, weil die Massage mit so einem kleinen Ball sehr intensiv sein kann auf dem Unterarm. Aber das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vor allem glaube ich, dass einige Probleme aus der Oberarmrückseite rauskommen könnten. Das ist richtig. Den Trizeps kannst du übrigens auch mit dem Ball gegen die Wand massieren. Das ist deutlich effektiver wie mit einer Schaumstoffrolle. Ist jetzt egal, ob das eine Black Roll ist oder nicht. Und die Oberarmrückseite würde ich auf jeden Fall mal ganz genau anschauen. Weil beim Mountainbiken sowie beim Krafttraining muss man sehr oft starke Greifbewegungen ausführen, um sich entweder am Lenker festzuhalten oder im Krafttraining eben einfach Gewichte festzuhalten. Und dadurch kann es eben sein, dass die Unterarmmuskulatur, vor allem auf der Unterarmrückseite, die Handgelenksstreckmuskulatur überlastet und somit Schmerzen im Handgelenk hervorruft, hier vorne an der Oberseite, und zu so einem gewissen Instabilitätsgefühl führt. Das ist absolut möglich. Deswegen, ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantwortet. Triggerpunkttherapeuten kenne ich da nicht, habe ich dir auch schon geschrieben, aber ich würde mir einfach mal die Unterarme ansehen, und zwar nicht mit einer Schaumstoffrolle und den Oberarm auch, sondern mit einem kleinen Massageball. Und damit würde ich ausprobieren, meine Muskeln zu massieren. Gut. Ich bedanke mich fürs Ansehen des Videos, wie immer. Falls euch der Kanal gefällt, meine Infos, bitte Daumen hoch, abonniert den Kanal, helft mir, meine News hier zu verbreiten, und wir sehen uns vielleicht in einem meiner anderen Videos. Bis dahin sage ich ciao.